Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder den Weg zu mir gefunden habt. Wir sind im zweiten Teil von Haus Flipper, unserem neuen Bürospezial. Ja, ich habe es getan, ich habe schon ein bisschen vorgespielt, tut mir leid, aber ich wollte euch halt so diesen ganzen Feinschliff mal ersparen und dachte mir, wir steigen da einfach jetzt mal so ein. Das heißt, wir haben uns ja das verbrannte Haus gekauft. Wie man den Garten macht, weiß ich immer noch nicht. Oder ob man den überhaupt machen kann, entzieht sich mir völlig. Aber nun gut. Ich habe hier die Außenfassade verklinkert. Alles natürlich sauber gemacht. Weiß gestrichen. Den Zaun noch nicht hingekriegt, den muss ich noch machen. Neue Türen eingesetzt. Ja, alles schön gestrichen, alles schön sauber. Soweit das von vorne. Und habe uns hier halt ein, naja, gemütliches Zuhause geschaffen. So. Es ist nichts Besonderes, aber ich finde es hübsch. Es ist für unser Büro völlig ausreichend. Hier war vorher eine Wand. Die haben wir rausgenommen, um ein bisschen Platz und offenen Raum zu schaffen. Das ist das verbrannte Schlafzimmer. Hier haben wir eine hübsche, ja, ich denke mal, ein hübsches Arrangement getroffen. Das wollte ich eigentlich als Büro machen, aber das ist alles ein bisschen eng hier drin. So, hier ist eine kleine, ja, ein kleiner Essbereich. Ein Kühlschrank. Schönes Sofa mit einem Fernseher. Alles minimalistisch. Hier ist unser Arbeitslaptop. Das Bad, die Dusche backt, der Ausguss hängt hier, aber wir können rein. Alles funktioniert, alles ist gut, macht komische Geräusche. So sieht das Ganze mit Licht aus, hübsches Waschbecken, alles neu gefliest, den Boden neu eingezogen. Komplett neue Türen drin. Ich denke, das ist ein richtig, richtig nettes, kleines Häuschen. Ja, des Weiteren in meinem Kontostand seht ihr, dass wir gegenüber dem letzten Mal schon ein paar Euros gemacht haben. Ja, und zwar habe ich noch fix ein Häuschen fertig gemacht. Nicht ganz fertig gemacht, sondern nur so grob überarbeitet. Sauber gemacht, zugespachtelt, was alles so Sache war, und dafür habe ich erstaunlicherweise Unmengen an Geld bekommen. Jo, das sind noch die offenen, restlich offenen Aufträge, die wir haben. Da sind ein paar nette Sachen dabei, aber was mich halt am meisten reizt momentan, ist einfach der Weg über diese Häuser. Ja, ihr seht, das sind die Häuser, die wir schon gemacht haben. Und das war das letzte. Da habe ich 44.000 Profit dran gemacht. So sah das aus. Ihr seht, 40 Minuten habe ich da drin gearbeitet. Gereinigte Verschmutzung 98. Der Rest habe ich immer noch nicht gefunden. Ich weiß es nicht. Aber jetzt, wir haben 132.000 auf Tasche. Ich denke, da könnten wir mal in einem richtig, richtig schönen Häuschen einsteigen. Es gibt inzwischen so witzige Dinge, die haben sich jetzt im Laufe der Story freigeschaltet. Wie zum Beispiel einen scheiß Bunker. Oder altes Haus mit Bunker. Bunker vom Onkel. Die sind jetzt alle neu dazugekommen. Seit wir noch ein paar Aufträge erledigt haben. Also anscheinend ist das wirklich eine elementare Geschichte. Ein Haus mit einem Geheimnis. Verlassenes Haus zur Renovierung. Zustand unbekannt. Der Inhaber lebt im Ausland. Falls Sie Interesse haben, wenden Sie sich an die Immobilien, ein Heim für dich. Jo. Mit einem Geheimnis. 99 Quadratmeter verfügt das Haus. 2 Etagen. Also hat das Ding auch einen Bunker. 78.000. Ich glaube,
Das Ding kaufen wir uns. Jetzt haben wir noch genug Futter, um hier richtig mal was richtig Schönes draus zu machen. Da habe ich nämlich richtig Bock drauf. Lasst uns da mal das Haus mit dem Geheimnis bearbeiten. Jo, da sind sie, unsere Leute, auf der linken Seite aufgeploppt. Gucken wir uns das Ganze mal ein bisschen an. Von außen sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Mhm. Okay, ja gut, die klassische Vermüllung, das schockt mich jetzt nicht mehr. Einmal drumherum, viele Graffitis, die können wir schön gleich noch sauber machen. Das ist alles kein Problem. Dann werfen wir nochmal einen Blick ins Innere. Okay, hier haben wir eine Küche. Das könnte eine schöne Küche werden. Essbereich. Hier noch, ja, da kriegen wir noch schön was hin. Hier eine schöne Küche übers Eck. Hier was, hier in den Essbereich rein. Was haben wir hier? Ein Schlafzimmer, ja, 21 Quadratmeter. Ja, das war die Haustür. Aha, da geht es in den Keller runter. Gucken wir erstmal hier weiter. Oh, ein schönes, großes Bad. Was haben wir denn hier für Anschlüsse? Hier kommt die Toilette hin. Eine Dusche. Aber keine Badewanne. Kein Anschluss für eine Badewanne. Hm, okay. Zwar so groß, aber... Ja gut, daraus lässt sich was machen. Also, wir haben hier das. Wir haben hier ein Schlafzimmer. Also für eine Person gedacht. Was haben wir denn hier unten Hübsches? Klicken wir uns hier mal durch. Ein Keller. Aha, hier haben wir noch eine Toilette, Waschmaschine. Hier können wir noch ein zweites Bad einbauen. Was haben wir hier? Okay. Cool, das hatten wir bis jetzt auch noch nicht. Nee, also das hatte ich bis jetzt auch noch nicht. Ja, wunderbar. Dann machen wir die Bude mal leer. Und zwar so leer, wie ich es am liebsten habe. Ich bin kein Freund davon, die ganzen alten Scheiße aufzuheben. Sondern da schmeißen wir mal alles raus. Um hier mal die Lampen lasse ich immer noch drin, weil es sich gezeigt hat, wenn es dunkel wird beim Arbeiten. Ne? Möchte ich fast behaupten, dann sieht man nichts mehr. So, was haben wir noch? Die Scheiße alle weg hier. So, dann ist die Bude leer. Hier war nicht viel drin. Hier unten, die Dinger lassen wir. Die sind richtig gut. Die kosten auch Geld. Die packen wir uns. Und stellen die hier schön aneinander, soweit das hier geht. Geht nicht so ganz gut. Du kommst auch raus. Und du kommst hier hin. So. Hier können wir nämlich noch ein zweites Bad einrichten oder so ein Prepper-Bunker. Naja, dann schauen wir mal, was wir hier Schönes draus machen. Fangen wir mal hier oben an. Alle jammern so, wir haben ja keine Küche und... Aber das werden wir gleich ändern. So, einmal hier alles sauber machen. Wunderbar. Hier den ganzen Dreck weg. Bestens. Ein Blick nach draußen. Gut. So, dann einmal hier durchwischen.
Wo haben wir hier den Dreck? Da haben wir Dreck. Da oben ist noch was. Wahrscheinlich unten auch. Richtig. So. Den nächsten Skillpunkt, den wir haben, buttern wir mal in die Minimap. Weil ich doch immer wieder feststellen muss, dass dieses 1%, 5%, wie auch immer, immer wieder auf der Strecke bleiben. Und das kotzt mich so an. Ich will das mal zu 100% sauber haben, aber keine Chance. So, einmal raus. Hier das Graffiti weg. Da haben wir noch mehr Graffiti irgendwo, auf der anderen Seite, glaube ich. Ach, das habe ich schon innen. Schon nach hier ist noch was. Das habe ich von innen schon weggemacht. So, wunderbar. Weil ich müsste nämlich jetzt erst zurück ins Haupthaus, also in unser Büro. Und da müsste ich jetzt mal auf den Knopf drücken und dann wüsste ich erst, was da Sache ist. Wie viel Prozent und bla bla bla. So. Gut, dann kaufen wir uns erstmal den Gips. So, zack, auf die Spachtel und dann gipsen wir hier einmal den Kollegen hier zu. Wo haben wir noch was? Das ist alles gut, das ist alles gut. Hier haben wir noch mehrere Beschädigungen. So, nehmen wir dich mal mit. Bisschen die Wände zumachen. Da haben wir alles. Ist hier noch irgendwas? Hier ist nichts. Alles ist gut, wunderbar. War das schon alles? Gut, sieht so aus. Ne, keine Löcher mehr. Und hier unten war ja alles nur mit Fliesen, also hier mit Klinkerstein. Hier ist auch nichts. Ne, alles gut, wunderbar. Wunderbar. So, dann war es das schon. Dann machen wir noch schnell die Fenster. So, wenn wir das Haus jetzt schon so verkaufen, dann machen wir schon richtig Gewinn bei. Ich weiß, das ist Quatsch, aber so ist das Spiel. Das ist ein bisschen nicht richtig balanced, weil so wenig Arbeit, ich glaube nicht, dass das im Sinne des Erfinders ist, dass du so wenig Arbeit da reinsteckst und dann schon richtig abkassierst hier. Gut. Wunderbar. So, dann haben wir mal grob durchgewischt. Alles sauber gemacht. Und jetzt geht das los. Mit, die Steckdosen sind in Ordnung. Naja, brauchen wir nichts kaufen. Die sind alle in Ordnung. Die sind alle gut. Hier ist nichts. So, dann fangen wir mal hier im Schlafzimmer an. Und zwar mit Farbe. Farbe. So, das Schlafzimmer. Was hatte ich denn noch nie? Reife Birne ist ein bisschen krass für ein Schlafzimmer. Nehmen wir mal hellen Pfirsich. So. Gucken, wie das aussieht. Ja, das ist gut. Wie ihr seht, wir können zwei Wände streichen.
Das habe ich jetzt doch mal gemacht. Funktioniert relativ gut auf großen Flächen. Auf kleineren jetzt weniger. Ich sehe, das geht ruckzuck. So. Unorthodoxe Art, die Wände zu streichen. Aber das funktioniert halt auch nicht immer mit diesem Doppelnehmen. Aber wir wollen uns mal nicht beschweren. Ist ja in Ordnung. Klappt ja irgendwie. Das ist eine hübsche Farbe. So. Wunderbar. Hätten wir das nämlich auch gleich. Okay, das hat funktioniert. So, das noch. Wir haben auch bis zum nächsten Malern. Ich glaube, wir haben da auch echt ja, aufräumen noch. Fast 900 Elemente. Bis wir die nächsten Minimap-Punkte kriegen. Zerstören haben wir nur noch zwei. Und zwei Sachen wegkloppen. Dann können wir uns schon was, können wir den Profi haben oder schnelleres Abreißen nehmen. Streichen. 324. Bauen nur noch eins. Montage noch 38 Geräte. Also da ist auch noch richtig was zu tun. Schaffen wir das mit einem Eimer Farbe? Genial. Haben wir jetzt alles perfekt mit einem Eimer Farbe. Den ganzen rumgestrichen. Klasse. Super gut. Zack, weg damit. So, damit das jetzt alles haben, können wir jetzt hier den Standard setzen. Einmal eine Heizung ran. Bestens. Dann als nächstes Laminat oder Teppichboden. Ein beigen Teppichboden. Wir sind ja hier im Schlafzimmer. Da ist Dreck. Seht ihr? So fallen die Dinge auf. Ja, das sieht doch schick aus hier. Vielleicht ein bisschen viel beige, aber... So. Was nehmen wir denn? Schmaler Vorhang zum Einbau kurz. Und zwar... Was nehmen wir denn da Hübsches? Was passt denn? Passt der Rot, ne. Das ist wie ein Puff. Himmelblau. Hört sich für mich gut an. So, dann montieren wir die. Jetzt habe ich nämlich im letzten Haus vergessen, ist mir aufgefallen. Die einfach nur hinzuhängen, bringt nichts. Ich habe mich nämlich schon gewundert. Ja, das passt. Das sieht gut aus. Ich bin jetzt nicht der geborene Innenarchitekt, muss ich dazu sagen, ne? Aber... Gehen wir schon hin. Und zack. Wunderbar. So, jetzt ein Bett.
Dann arbeiten wir uns mal da von hinten nach vorne. Betten. So, was hauen wir denn hier rein? Dieses Doppelbett, was ich vorhin hatte, fand ich immer ganz gut. Das habe ich immer gern genommen. Sonst haben wir aber auch nichts, was hier deutlich besser reinpasst. Wie sieht denn das hier aus? Ist mal was ganz anderes. Habe ich bis jetzt noch gar nicht verbaut. So. Oh, das passt schön. Das passt schön. Nachtschrank in Weiß. Und das Ganze hier nochmal hin. Doch so rum. Okay, hier haben wir nicht genug Platz. Da muss das Bett noch ein bisschen weiter kommen. Kleines bisschen rüber. So. Wunderbar. Dann eine schöne Nachttischlampe. Nachtlampe Mini. Ja, die hat mir auch sehr gut gefallen. Die nehmen wir mal in Schwarz. Und passend zu den Vorhängen mit einem blauen Schirmchen. Für beide Seiten. So. Dann machen wir die mal weg. Und das ist nichts. Lampen. Nee, da gab es noch irgendwas. Da, Deckenlampen. Da ist es doch. Das habe ich gesucht. Ja. Nein. 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 Eigentlich nicht. Na? Warum willst du nicht an die Decke? Aha, jetzt. Jetzt willst du an die Decke. Naja, mitten im Raum, oder? Ja. Das geht so. So, dann haben wir hier Platz für einen großen Schrank. Schränke. Was bauen wir denn da Schönes hin? Was haben wir denn da Feines? Schrank mit vier Türen, Schrank Vita, Kommode. Büroregal, ne. Schrank, was bist du? Ah, das ist ein Kleid. Wieso hat er das jetzt gekauft? Sollst du es doch nicht einfach kaufen? Nee, das gefällt mir nicht. Türenspiegel. Cool. Das ist aber ein bisschen arg. Klein für diese Ecke. Ich glaube, können wir hier hinstellen. Und hier können wir doch eher was fürs Büro dann machen. So, Farbe weiß, Details grau.
Vorderseiten himmelblau, passend zum zu den Vorhängen. Passt der hier dazwischen? Nee. Dann machen wir hier noch einen Schreibtisch hin. Schreibtische, wo finde ich denn die Tische? Wahrscheinlich unter Tisch. Wahrscheinlich unter Tisch, ne? Da, Schreibtische, einen eigenen Punkt. Habe ich überlesen. So. Was nehmen wir denn da? Sieht irgendwie alles gleich aus. Gold Metallic. Nope. Aber ist ja viel zu groß. So, klassischer Schreibtisch. Standard-Schreibtisch. Ja. Komm, Wenge. Der ist auch gut. Zack. Dann ein Stuhl, ein Schreibtischstuhl, Bürostuhl in Schwarz, in Weiß und in Creme. Creme passt gut ins Zimmer. So. Uiuiui. Dann TV und HiFi. Der PC. Passt der da nicht rein? Ist aber kein schöner. HD-Monitor. Oha. Nope. Monitor. Tastatur. Maus. Sonstiges. Was haben wir denn da noch? Die eigentlich hässlich ist, aber gut. Was soll's. Da hatten wir doch noch was Hübsches hier mit den Lampen. Nein. So rum. Sehr gut. Geilo Milo. Bilder, 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 Bilder. Noch ein paar Bilder an die Wand. Betten, Bodenfliesen. Wo waren die denn da? Fotos. So, was sind denn die teuersten? Meistens auch die größten. Klein. Die sind so klein.
Das ist gut. Das finde ich klasse. So. Dann noch einen Teppich. Teppich. Was machen wir denn da hin? Nee, aus Wien. Teppich vom... Oh. Das sieht gut aus. So. So, fertig ist das Büro. So, fertig ist das Büro. Nicht ganz fertig, sondern dann hauen wir noch eine Kleinigkeit rein. Und zwar eine Pflanze. Irgendwas Kleineres. Ja, grüne Töpfe sind gut. Kann ich dich da oben drauf stellen? Nein, kann ich nicht. Wo kann ich dich hinstellen? Schade, ich dachte, ich kann die da oben drauf stellen. Himmelblau. Okay, die Tür eigentlich so rum auf. Anders haben wir da viel sinnvoller. Kann ich die drehen? Ja. Die kann man drehen. Und zwar kann man die ganz leicht drehen. Ich hasse braune Türen. So, kann man ganz leicht drehen. Wunderbar. Kombiniertes Schlafzimmer mit Arbeitszimmer. Weil wir ja nur ein Zwei-Zimmer-Apartment hier haben, quasi ein Zwei-Zimmer-Haus nur haben. Deswegen haben wir... Guckt euch das mal an, wie das wirkt. Ich mache ja mal das Licht an. So. Du kommst hier rein, diese Bruchbude. Und dann fällt dir auf, guck dir diese weiße Tür an. Und dann... Bäm! Geil. Gefällt mir gut. Bis auf du. Aber gut. Irgendwas ist immer. Erstes Zimmer fertig. So, ihr Lieben. Die erste halbe Stunde ist schon wieder rum. Es reicht schon wieder für eine Folge. Das Schlafzimmer ist erledigt. Hat er das eigentlich auch als Schlafzimmer erkannt? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ja, genau. Hat er also erkannt als Schlafzimmer. Wunderbar. Ja, ihr Lieben. Danke fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr dabei bleibt. Deswegen einen wunderschönen guten Abend. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.